Herzlich willkommen zum heutigen Yoga Flow, in dem wir dynamische und kraftaufbauende Yoga-Haltungen praktizieren, die deine Balance fördern. Dies dient als Aufbau und Kräftigung für spätere und anspruchsvollere Übungen. Wir werden uns außerdem auf unseren Hüftöffner fokussieren, da sich dort viele Blockaden bemerkbar machen, die sich im Laufe der Zeit negativ auf den Rest des Körpers auswirken. Während deiner Yoga-Reise wirst du merken, wie sich deine Hüfte befreit und welchen positiven Einfluss dies auf deinen Körper hat. Alles, was du heute brauchst, ist wie immer deine Yogamatte, den Fokus im Hier und Jetzt und bei Bedarf eine Flasche Wasser. Wir dürfen unsere heutige Session im Salzraum des Yoga and Salt Berlin zwischen Salzsteinwänden halten, dessen Salz aus dem Toten Meer über heilende Wirkungen verfügt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir einen entspannten Flow. Komm in eine auf den Füßen sitzende Haltung am Ende deiner Matte und lenk dein Bewusstsein auf dein Atem. Tief einatmen und die Hände über die Seiten nach oben führen. Ausatmen, führ die Hände zum Herzen. Füll die Lungen noch einmal mit viel Luft und bring beim Ausatmen deinen Oberkörper langsam nach unten. Leg deine Stirn ab und komme in diesem Moment an. Atme tief, spür, wie du dich mit deinem Atem verbindest und wie jeder Atemzug an den Ursprung des Lebens erinnert. Bei deiner nächsten Atmung runde deinen Rücken auf und bring deinen Oberkörper langsam nach vorne. Wir wärmen unsere Wirbelsäule auf. Beim Ausatmen presst die Hände in die Matte und führ deinen Oberkörper wieder zurück. Noch zweimal. Stell dir vor, du wirst an deinem oberen Rücken nach oben gezogen, zieh deinen Nabel nach innen und führ dein Becken Richtung Boden. Ausatmen, lehn dich zurück. Einatmen, komm ein letztes Mal nach vorne. Deine Schultern sind weit weg vom Ohr und die Handgelenke befinden sich unter den Schultern. Beim Ausatmen setz die Füße hinten auf. Streck deinen Rücken für einen kurzen Moment und komme dann in deinen ersten herabschauenden Hund. Lauf die Beine etwas aus. Im Laufe der Zeit wirst du deine Fersen tiefer bringen können. Deshalb ist es als Anfänger wichtig, dass du auf deinem eigenen Level bleibst. Bleib bei deinem Atem und führe deine linke Hand zu deinem rechten Bein. Komme hier mit deiner Hand nur so tief, dass du noch die Balance halten kannst. Schaue unter deinem rechten Arm hindurch. Wir kommen zurück und führen den anderen Arm zum linken Bein. Setz die Hand wieder ab und komme Wirbel für Wirbel in deinen ersten vereinfachten, nach oben schauenden Hund. Deine Füße sind dabei aufgesetzt. Verlagere die Kraft in deine Arme und komme zurück in den herabschauenden Hund. Noch zweimal dasselbe. Dein Körpergewicht ruht auf den Händen sowie auf deinen aufgesetzten Füßen. Die Beine sind gestreckt. Du kannst die Beine aber auch zum Vereinfachen einfach ablegen. Ein letztes Mal. Roll dich nach vorne und drück dein Becken Richtung Boden. Komm wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und nimm deinen Flow. Chaturanga Dandasana. Einatmen, schau nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Komme jetzt in zwei Schritten zur vorderen Matte. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Tief einatmen. Ausatmen, bring deinen Oberkörper wieder nach unten. Lass die Beine gerne gebeugt, wenn es für dich angenehmer ist. Ausatmen, bring in zwei Schritten die Beine wieder zurück in deine High Plank und nimm dir einen Moment, um deinen Fokus und deine Balance zu finden. Öffne dich zur Seite und streck deinen linken Arm nach oben. Halt die Spannung hier in deinem gesamten Körper. Ausatmen, senk die Hüfte
Einatmen, bring die Hüfte nach oben. Ausatmen. Einatmen, drück dein Becken so hoch wie du kannst und atme tief in deine linke Flanke ein. Beim Ausatmen komm zurück in deine High Plank. Bring erneut Spannung in deine Körpermitte und öffne dich dann zur rechten Seite. Deine Arme bilden eine Linie. Senk das Becken wieder ab und wiederhole die Übung auf dieser Seite. Ausatmen. Einatmen, bring dein Becken zum höchsten Punkt und halte. Ausatmen, komm zurück und nimm deinen Flow. Chaturanga Dandasana. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Drück die Fersen abwechselnd zum Boden. Drück die Brust Richtung Matte, zieh dann dein linkes Bein nach oben in den dreibeinigen Hund und setze es zwischen deinen Händen wieder ab. Dein Knie befindet sich über deinem Fußgelenk. Einatmen, roll deinen rechten Arm nach oben auf und öffne die Schulter. Ausatmen, andere Seite. Schaffe Länge in deinem Oberkörper, ohne dabei krumm zu werden. Ein letztes Mal nach rechts öffnen. Zieh deinen Arm nach oben und mach dich lang. Schwing deinen Arm über die Vorderseite und komme dann in den Krieger 2. Beuge dein linkes Knie so, dass ein rechter Winkel entsteht. Knie und Ferse bilden dabei eine Linie. Einatmen, streck dein Bein. Ausatmen, schieb deinen Oberkörper nach vorne und komm in dein Trikonasana, das Dreieck. Richte den Blick auf deine Fingerspitzen und achte auf eine stabile Verbindung zur Erde. Beim Ausatmen führe die Hand nach unten, verlagere die Kraft auf dein vorderes Bein und bilde mit geflextem Fuß einen Halbmond. Der Fuß schaut nach außen. Öffne deine Hüfte. Zur Vereinfachung kannst du dein Standbein auch leicht anwinkeln. Setz deinen Fuß wieder ab und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Tief einatmen, führ die Hände nach oben, ausatmen und komm in deine stehende Vorwärtsbeuge. Lass die Beine gerne etwas angewinkelt, wenn du nicht ganz runterkommst. Du kannst dich hier entweder an deinen Unterschenkeln festhalten oder du greifst mit zwei Fingern deine großen Zehen. Kopf und Nacken sind dabei entspannt. Achte wie immer darauf, dass du dich aus deinem Becken herausdehnst und nicht aus deinem oberen Rücken. Wir rollen langsam wieder auf. Einatmen, ausatmen, komm nach unten und komm in zwei Schritten zurück in deine High Plank. Nimm deinen Flow. Chaturanga Dandasana. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Lauf dich kurz ein wenig aus und bring dann die Knie zum Boden. Gönn dir hier ein paar Atemzüge in deiner Kindeshaltung. Führ deine Arme über die Seite nach hinten und leg die Arme ab. Lass die Schultern locker zu Boden fallen. Bleib mit deinem Fokus bei deiner Atmung. Bring die Arme langsam wieder nach vorne und richte dich auf in deinen herabschauenden Hund. Lauf dich kurz aus und streck dann dein rechtes Bein nach oben und wiederhole die Übung mit der rechten Seite. Bring deinen Fuß zwischen die Hände und öffne dann zur linken Seite. Denk daran, dein vorderes Bein im rechten Winkel zu halten, sodass sich dein Gewicht gleichmäßig verteilt. Öffne zur rechten Seite. Ausatmen, bring die Hand nach unten. Einatmen, öffne ein letztes Mal nach links.
Schaff noch einmal Länge auf der linken Seite. Und komme dann in deinen Krieger 2. Zieh dich über die Fingerspitzen lang und achte darauf, dass die Schultern locker liegen. Einatmen, langziehen. Ausatmen, Oberkörper zur Seite und komm in deine Dreieckshaltung. Dein hinterer Fuß steht dabei parallel zum Mattenende. Setz die Hand wieder ab, verlagere dein Gewicht erneut auf dein vorderes Bein und komm in deinen Halbmond. Dein Fuß ist geflext und zeigt seitlich nach außen. Spür in deine Hüfte rein. Löse dich hier und rolle langsam wieder auf. Tief einatmen, ausatmen und lass dich mit der Schwerkraft nach unten ziehen. Greif hier gerne wieder deine Unterschenkel oder setz die Innenhandflächen unter deine Füße. Komm bei jeder Ausatmung etwas tiefer. Löse dich aus dieser Position und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Atme tief ein. Atme wieder aus und komm in 2 Schritten zurück in deine Halblänge. Nimm deinen Flow. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Ausatmen. Herabschauender Hund. Richte deinen Blick nach vorne und komm in 2 Schritten zur vorderen Mattenseite. Roll dich auf und nimm einen tiefen Atemzug. Setz deinen rechten Fuß über dein linkes Knie, halte die Balance und komm langsam in die Hocke. Spür dabei die Dehnung in deiner rechten Gesäßmuskulatur. Und fühl dich frei, die Hände auf die Matte abzusetzen, wenn du die Pose hältst. Bring die Hände zur Matte und lass das rechte Bein zur Matte gleiten. Lass deinen Oberkörper fallen. Zieh dein linkes Bein nach hinten und leg das vordere Bein ab. Um dein vorderes Knie nicht zu belasten, winkel das Bein nur so weit an, wie es sich für dich noch angenehm anfühlt und bringe dabei deinen Fuß näher Richtung Oberschenkel. Beim Ausatmen leg deinen Oberkörper ab und spüre noch einmal die tiefe Dehnung in Hüfte und Gesäß. Führe vor Augen, wie du bei jeder Ausatmung mehr und mehr loslässt und sich dein Becken weiter nach unten senkt. Bei der nächsten Einatmung komme nach oben und öffne dein Herz. Schwing dein hinteres Bein über die Seite und stelle deinen Fuß neben deinem rechten Knie ab. Lass deine Pobacken dabei fest auf dem Boden verankert und drehe aus dem Nabelpunkt nach links auf. Dein Rücken ist dabei gerade aufgerichtet. Löse die Pose und schwinge dein linkes Bein wieder nach hinten. Rück dich langsam zurück in deinen herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne in deine High Plank und nimm deinen Flow. Chaturanga Dandasana. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Komm in 2 Schritten nach vorne und roll dich langsam wieder auf. Einatmen, greif die Hände nach oben. Ausatmen, Hände zur Brust. Wir wechseln zur anderen Seite. Den rechten Fuß über das rechte Knie ablegen und den Po wie in einen Stuhl herabsinken lassen.
Auch hier gilt wieder, leg deine Hände gegebenenfalls ab und halte. Lass dein linkes Bein nach unten gleiten und lass deinen Oberkörper fallen. Verlagere dein Gewicht auf das linke Bein und zieh das rechte Bein nach hinten. Atme tief ein und richte deinen Blick nach oben. Atme aus und lege deinen Oberkörper wieder ab. Lass dich hier fallen und spür bei jeder Ausatmung, wie alle negative Energie aus deinen Hüften entweicht. In unseren Hüften sammeln sich viele Ungleichheiten an, deren Auswirkungen sich in deinem gesamten Rücken oder sogar in deinem gesamten Organismus bemerkbar machen. Deshalb nutze diesen Moment und atme alles aus, was dich belastet. Atme ein und richte dich wieder auf. Zieh dein hinteres Bein über die Seite neben dein linkes Knie. Zieh die Wirbelsäule lang und dreh dich zur rechten Seite auf. Lass die Schultern dabei locker fallen. Stell dir vor, jemand zieht dich an deinem Kopf lang. Halte den Drehsitz und atme tief ein. Komme raus aus dieser Haltung und löse Hände und Füße vom Boden. Wir kommen in eine halbe Bootshaltung. Aktiviere hierfür deine Bauchmuskulatur und halte deinen Rücken gerade. Stell dir einfach vor, wie du als Boot auf den Wellen schaukelst und löse dich von deinem ganzen Alltagsstress. Diese Pose ist ein wahrer Kraftspender und versorgt dich mit reichlich viel Energie. Löse dich und setz dich etwas vor, um dann in dein Halasana zu kommen. Bringe hierfür deine Beine über deinen Kopf und setz die Zehen auf. Du kannst hier deine Arme anwinkeln, um dann deinen Rücken zu unterstützen, oder greif die Hände ineinander und leg die Arme ab. Auch wenn dir die Übung am Anfang nicht leicht fällt, versuche sie für ein paar Sekunden zu halten. Wenn du etwas flexibler bist, kannst du die Knie zum Boden bewegen. Ansonsten bleib in deiner Position. Löse dich langsam wieder aus der Position, aktiviere deine Bauchmuskulatur und rolle Wirbel für Wirbel wieder nach unten auf. Komm nach oben und bring deinen Po zur Mitte der Matte. Mach dich bei der Einatmung lang und beuge dich nach vorne zu deinen Füßen. Du bist jederzeit willkommen, deine Beine leicht zu beugen. Achte darauf, dass du dich aus deinem Becken herausdehnst und atme tief in dein Becken ein. Verweile hier für ein paar Atemzüge und versuche bei jeder Ausatmung etwas tiefer zu kommen. In der Vorwärtsbeuge steckt viel körperliches und mentales Potenzial, dich herauszufordern und dich sanft zum inneren und äußeren Loslassen zu bewegen. Richte dich langsam wieder auf. Und setz deinen linken Fuß an deinem rechten Oberschenkel ab. Atme tief ein und komm noch einmal nach vorne in deine Vorwärtsbeuge. Gib dir hier die Möglichkeit, deinen Kopf locker fallen zu lassen und die Kontrolle komplett abzugeben. Lösen, komm nach oben. Streck dein linkes Bein aus und wiederhole die Übung mit der anderen Seite. Tief einatmen, nach oben greifen. Ausatmen, lass dich nach vorne fallen.
Je flexibler du hier wirst, desto besser können Energien durch deinen Körper fließen. Komm zurück in eine aufrechte Position und gib dir hier einen Moment, in dem du deine Beine lockerst. Wir drehen uns noch einmal nach rechts auf, indem wir den linken Arm gestreckt über das Bein legen. Lösen, andere Seite. Löse dich und leg deinen Oberkörper sanft auf die Matte ab. Streck deine Arme über den Kopf und mach dich richtig lang. Bring deinen rechten Fuß erneut über das linke Knie. Greife dich an deiner linken Kniekehle und versuch dein linkes Bein Richtung Brust zu ziehen. Drücke dabei sanft mit deinem Ellenbogen das rechte Knie nach außen ab. Spür die Dehnung noch einmal in deinem Gesäßmuskel. Wir kommen zurück. Mach dich für einen kurzen Moment lang und bring deinen linken Fuß über das rechte Knie. Zieh dein Bein wieder an und halte die Position. Spür auch hier wieder die Dehnung in deiner Gesäßmuskulatur. Komm zurück und mach deinen Körper so richtig lang. Streck dich ein letztes Mal und komm dann in deine finale Pose, in dein Shavasana. Leg deine Hände mit den Handflächen nach oben zeigend neben deinem Körper ab. Spüre hier die positiven Wirkungen unserer heutigen Yoga-Session und fühle den großen Nutzen hiervon in diesem Abschlussasana. Lass deinen kompletten Körper sinken, indem du nach jeder Ausatmung etwas mehr entspannst. Deine Schultern sind nun locker und fallen entspannt zur Erde. Gib dir die Ruhe, die dein Körper und Geist in diesem Moment braucht, und genieße diese neutrale Position. Atme tief. Nimm diese positive Energie mit in deinen heutigen Tag und behalte dir die Balance bei, die du heute gewonnen hast. Kraft und Ausdauer sollen dich in jeglichen Bereichen deines Lebens begleiten, sodass du mit Leichtigkeit an die Dinge herangehst und den Ausgleich immer wieder findest. Solltest du dennoch im Laufe deines Tages spüren, dass du in Disbalance gerätst, dann nimm 3 tiefe Atemzüge und erinnere dich, dass wir nur ein winzig kleiner Teil des Großen und Ganzen sind und dass das, was dich gerade stresst, möglicherweise nur ein Bild ist, das du selbst in deinen Gedanken kreierst. Lass los und lebe den Moment. Verweile hier noch für einen kurzen Moment. Bring wieder Bewegung in Hände und Füße. Und streck deine Arme nach oben aus. Komm über die Seite wieder nach oben. In diesem Sinne verbeuge dich vor dir selbst und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast. Tief einatmen. Führ die Hände zum Herzen. Ein letztes Mal.
tief einatmen, ausatmen. Namaste.